Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Photoshop, mit Lightroom sein Bild bearbeiten kann. Wir gehen hier oben in die Einstellung Grundeinstellung und gehen dann direkt mal bei den Tiefen hin und ändern die jetzt erstmal ungefähr so hier. Ein bisschen hochziehen ruhig, ja, 57, so ist okay. Dann gehen wir hin bei den Lichtern und die ziehen wir erstmal runter. Ja, so würde ich erstmal sagen. Hier die Weiß-Taste mit der gedrückten Alt-Taste ziehen wir die so ungefähr so. Dann sieht man die Strukturen, lassen gerade wieder los. Dasselbe machen wir dann mit der Schwarztaste, Alt-Taste gedrückt und das ziehen wir dann runter ins Minus, ob das zu viel, ins Minus, ja, so würde ich es ungefähr lassen. Jetzt können wir das erstmal zumachen, gehen hier rüber bei den Details. Gedrückte Alt-Taste können wir oben erstmal auf Zurücksetzen drücken, das ist schon zurückgesetzt, wunderbar. Dann gehen wir hin und drücken erstmal Alt-Taste, Betrag. Das Foto wird jetzt schwarz-weiß und wir gucken mal, wie weit wir das verändern müssen. Das ist zu viel. So können wir das lassen und dasselbe machen wir hier unten mit der Maskierung. Das ist einfach die Konturen einfach darum nochmal nachziehen. Das können wir später eventuell korrigieren. So, das war jetzt erstmal die Details gewesen. Dann gehen wir hier rüber bei Objektivkorrektur. Machen wir oben die chromatische und die Profilkorrektur. Klicken wir einmal an. Dann sind wir da soweit auch erstmal fertig. Gehen hier unten. Gehen wir erstmal auf die Effekte. Das möchten wir natürlich jetzt erstmal umstellen hier bei Betrag und das bewegen wir uns erstmal. Wir wollen, also hier, wenn du nach links gehst, hast du eine schwarze Vignette. Gehst du nach rechts, hast du eine weiße Vignette. Aber ich möchte hier eine schwarze Vignette leicht drum setzen an den Rändern. Ja, würde es so wahrscheinlich nehmen, dann sind wir bei den Effekten erstmal fertig und jetzt kommen wir zu der Kamerakalibrierung und dann würde ich Kamera Landscape nehmen. So, so seht ihr schon mal, hat das Foto sich jetzt schon mal direkt verändert. Natürlich kann man jetzt hier hingehen und kann hier noch ein paar Details ändern, dass es noch ein bisschen dramatischer aussieht. Qualifikation können wir noch eventuell ändern. Was machen wir? Wir machen es ein bisschen heller. So in dem Dreh könnten wir es machen. Das sieht schon mal ganz toll aus. Effekte, weiche Kanten eventuell. Das hat was mit der Vignette. Seht ihr das? Ich gehe mal hier so rüber. Und dann gehe ich mal hier so rüber. Aber wir wollen ja eine leichte Vignette darum haben. Ja, wir dunkeln das hier noch so ein bisschen ab. Ja, wir lassen es ein bisschen ins Düstere gehen. So, jetzt zeige ich euch einmal hier vorher und den Nachher-Effekt. Ich finde, auf der rechten Seite sieht es jetzt weitaus besser aus. Wir haben richtig coole Farben in dem Bild gewonnen. Links ist es halt ein bisschen trostlos, farblos. Und so haben wir mit Lightroom doch einiges rausgeholt. Das sind jetzt so ein bisschen die Grundeinstellungen, die wir dafür gemacht haben. Wir können das Bild natürlich noch ein bisschen begradigen, weil hier der Turm hier etwas kippt. Das könnte man ziehen, aber dazu machen wir dann ein extra Tutorial. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt Kommentare, Daumen nach unten, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Es freut mich immer. Freue mich vor allem immer über Kommentare, weil das motiviert mich dann weiterzumachen oder gibt mir Inspiration für neue Tutorials. Alles klar dann. Viel Spaß.
Auf Wiedersehen.